Bei deutlich kühleren Temperaturen, denn heute gab es in Schönebeck maximal 5 Grad, es wird also doch Winter, darf ich Sie, sehr geehrte Zuschauer, recht herzlich willkommen heißen zum Regionalmagazin am heutigen 26. November. Welche Themen haben wir in der vorletzten Sendung im Monat November für Sie dabei? Wie immer gibt es das in einer kleinen Übersicht. Stollenprüfung. Bäckerei Schwarz aus Biere erreicht dreimal volle Punktzahl. Umbauarbeiten. E-Center Schönebeck präsentiert am kommenden Freitag neues Café. Und mitten im Leben gewinnen Sie in dieser Woche Udo Jürgens seine Doppel-CD als Medium der Woche. Also gibt es heute wieder was zu gewinnen bei uns. Sie erfahren Interessantes zur Stollenprüfung und auch die Veranstaltungshinweise und die Kurznachrichten sind wie immer mit dabei. Beginnen möchten wir mit einer Suchmeldung, welche uns heute Mittag hier bei uns in der Redaktion ereilte. Ich lese einfach mal vor. Unser stolzer Kater Paul oder besser Paulchen hatte unseren Umzugsstress sicherlich satt und hat am 24. November das Weite gesucht. Paul ist ca. 5 Jahre alt, grau getigert, kräftig gebaut und kastriert. Sein besonderes Merkmal ist ein kleiner Schlitz im linken Ohr aus früheren Raufereien mit Artgenossen. Paul ist uns vor 4 Jahren zugelaufen und hat uns als Personal aufgesucht. Seitdem gehört er einfach zur Familie. Wir vermissen ihn sehr und sind sehr besorgt, dass er sich nicht im neuen Umfeld Schönebeck-Lessingstraße 49 zurechtfindet. Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Paul sehen. Die Telefonnummer dazu sehen Sie unten eingeblendet. Das ist die Telefonnummer hier bei uns in der Redaktion. Wir leiten Sie dann gerne weiter bzw. geben Ihnen dann den entsprechenden Kontakt. Für das Wiederfinden werden wir einen kleinen angemessenen Finderlohn übergeben. So die Familie von Paul, also haben Sie den Kater irgendwo gesehen, rufen Sie bei uns an. Wir leiten das Ganze dann weiter. Sehr geehrte Zuschauer, wir machen weiter mit den Umbauarbeiten im E-Center hier in Schönebeck. Das dort befindliche Café soll ab kommenden Freitag früh 8 Uhr im neuen Glanz erstrahlen. Besucher des E-Centers am Salzer Park staunten in den letzten Tagen nicht schlecht. Gab es doch eine große blaue Wand zu sehen, wo ehemals das Café zu finden war. Zu dem Lärm von Kreissägen und Bohrmaschinen gesellten sich die anregenden Gespräche der Bauarbeiter. Denn derzeit wird das Café umgebaut und am kommenden Freitag, dem 28. November, um 8 Uhr wieder neu eröffnet. Neben den Eröffnungsangeboten erwartet den Besucher des Cafés kostenloses Internet, eine Kinderspielecke und viel mehr Sitzmöglichkeiten. Möchten auch Sie sich das neue Café einmal persönlich anschauen, dann nutzen Sie am kommenden Freitag, dem 28. November, ab 8 Uhr die Gelegenheit. Sicherlich gibt es dann am kommenden Freitag im E-Center leckeren Kuchen, eine Tasse Kaffee und vielleicht auch das ein oder andere Stück Stolle. Mit dem Thema Stolle kennt sich eine Bäckerei hier aus der Region ganz besonders aus, denn die Bäckerei Schwarz aus Biere hat in diesem Jahr wieder einmal bei der großen Stollenprüfung im Allee-Center in Magdeburg teilgenommen. Wie viele Punkte erreicht wurden und welche Stollen denn ins Rennen geschickt wurden, erfahren Sie jetzt hier bei uns im Beitrag. Alle Jahre wieder kommt die Weihnachtszeit und mit ihr die zahlreichen Leckereien wie Lebkuchen, Spekulatius, Dominosteine und Stollen. Letztere mussten sich am vergangenen Montag, dem 24. November, im Allee-Center Magdeburg einer fachkundigen Jury stellen. Zur alljährlichen Stollenprüfung präsentierten 13 Betriebe insgesamt 29 Stollen. Mit dabei war auch die Bäckerei Schwarz aus Biere, welche gleich 3 Geschmacksrichtungen in den Wettbewerb schickte. Also wir hatten einen Butter-Rosinen-Stollen, das ist dieser normale Stollen. Das heißt normal, das ist der Stollen, der eigentlich am meisten geht. Ja. Dann ist es ein Nussstollen gewesen, ein Mohnstollen und ein Marzipanstollen. Was sich seit vielen Jahrzehnten bewährt, sollte man nicht oder nur leicht ändern. Wurde für die diesjährige Prüfung eine neue Rezeptur ausprobiert? Wir haben unsere überlieferten Rezepturen, die bewährten, die schon von meinem Vater und Großvater stammen. Und da haben wir eigentlich gar nicht so viel dran verändert. Bei der Bewertung durch die unabhängige Jury konnten für die insgesamt 29 Stollen die Noten gut und sehr gut vergeben werden.
Alle drei Stollen der Bäckerei Schwarz erreichten 100 Punkte und somit volle Punktzahl. Welche Bedeutung hat das für die Bäckerei bzw. für einen persönlich? Also für uns hat es eine sehr große Bedeutung, diese Punktevergabe, da dieser Tester ja unabhängig ist vom Qualitätsinstitut, ja, und das ein reiner Fachmann ist und der auch uns auf Fehler hinweist, die sich dort eingeschlichen haben. Ja, man ist ja selber vielleicht auch ein bisschen betriebsblind mit der Zeit und sieht so manche Sachen nicht, und der weist einen darauf hin und weist dann auch darauf hin, wie man es abschaffen kann. Aber wie gesagt, unsere Produkte haben in diesem Jahr wie in den letzten Jahren volle Punktzahl erreicht, waren also fehlerlos. Um solch positives Ergebnis zu erzielen, bedarf es großer Sorgfalt und dem Können aller an der Herstellung Beteiligten. Doch auch das Mehl, die Sultaninen oder die Butter können verändernde Eigenschaften als im Vorjahr haben, was die Herstellung immer wieder spannend macht. Nee, es ist jedes Jahr auf neue, ist das spannend, die Entscheidung. Ja, man sieht ja im Vorfeld, man kann ja nicht reingucken, wir schneiden zwar vorher die Stollen an und testen die mit unseren Mitarbeitern, vor allen Dingen mit dem Mitarbeiter, der den Teig herstellt. Ich mache das nicht mehr selber, ich habe das den Mitarbeitern damals alles gezeigt, wie das geht, und die sind jetzt schon zum Teil 20 Jahre dabei und die kennen sich da ganz genau aus. Aber wie gesagt, wir setzen uns denn auch gemeinsam hin, schneiden die Stollen ein, probieren die und sagen dann, was vielleicht noch zu verbessern wäre. Aber wie gesagt, es hat die letzten Jahre immer tadellos geklappt, da kann ich mich auf meine Leute hundertprozentig verlassen. Der Kunde hat nun in den Filialen die Wahl der verschiedenen Stollen. Jedoch gibt es einen klaren Favoriten bei den Kunden im Salzlandkreis. Also Stollen, das ist natürlich der Butter-Rosinen-Stollen. Der steht an erster Stelle, wobei die Mohnstollen, Marzipan und Nussstollen so ein bisschen am Rande stehen. Es ist nicht jedermanns Geschmack mit dem Mohn, mit den Nüssen und mit dem Marzipan dort drin. Aus der Erfahrung heraus ist der Bedarf an Stollen nach dem Weihnachtsfest eher gering. Da heißt es auch bei der Bäckerei Schwarz aus Biere umdenken. Erstmal ist ja dann Silvester. Dann kommt die Pfannkuchen- und Spritzkuchenproduktion und dann im neuen Jahr ist bei vielen Leuten Fasten angesagt. Dann machen wir auch Produkte, sagen wir mal, die dem auch ein bisschen Rechnung tragen. Ja, dann werden Sachen mit Quark stehen dann im Vordergrund und spezielle Brotsorten mit viel Ballaststoffen. Vollkornprodukte stehen dann im Vordergrund, da die Leute ja wieder ihre zum Frühjahr ihre Wohlfühlproportionen wieder erreichen wollen, ja, da man ja in der Weihnachtszeit da nicht so drauf geachtet hat. Ja, und dann sind eben diese Sachen mit Joghurt, Vollkorn und so, das steht dann im Vordergrund. Ein jeder Stollenliebhaber hat also nur noch knapp einen Monat Zeit, die frisch gebackenen Stollen der Bäckerei Schwarz zu genießen oder aber als kleines Präsent für Verwandte oder Bekannte zum gemeinsamen Kaffeetrinken mitzubringen. Wieder einmal wird am Beispiel der Bäckerei Schwarz aus Biere deutlich, dass Engagement und Ehrgeiz sich auszahlt und ein weiteres Mal stolz gesagt werden kann: Made in Schönebeck. Weitere Informationen kurz und knapp zusammengefasst, sprich, was ist in Schönebeck alles so passiert, das haben wir für Sie in unseren Kurznachrichten aufbereitet. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Achtung! Stopp! Vorfahrt gewähren! An der Kreuzung Barbierstraße Ecke Heinitzhof gibt es neue Regeln. Von der Barbierstraße stadtauswärts muss man stoppen. Hier kommt man von einer untergeordneten Straße auf eine abbiegende Hauptstraße. Vom Heinitzhof kommend muss man den Verkehr, der von rechts kommt, beachten. Uneingeschränkte Vorfahrt hat man nur auf der Barbierstraße stadteinwärts. Achtung für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Die Barbierstraße zum Markt ist für solche schweren Brummis gesperrt. Die Stadtverwaltung von Schönebeck weist darauf hin, dass der Ausbau der Geschwister-Scholl-Straße voraussichtlich erst 2015 beginnt. Der Grund dafür sind zu klärende Fragen im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe. Das Fundbüro der Stadt Schönebeck bleibt vom 1. Dezember an für dieses Jahr geschlossen. Bei dringenden Angelegenheiten können sich die Bürger an das Bürgerbüro in der Friedrichstraße 117 Stadtwerkehaus wenden. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Straße zwischen Schönebeck und Magdeburg.
Alle bisherigen Erkenntnisse beruhen auf Aussagen von Zeugen. Gegen 17.30 Uhr sind zwei Autos aus Richtung Schönebeck kommend auf der Chausseestraße nach Magdeburg unterwegs gewesen. Hinter dem Ortsausgangsschild kam den beiden Fahrzeugen ein roter Citroën entgegen. Dieses Fahrzeug scherte, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten, nach links aus und überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Die Fahrerin des ersten Fahrzeuges versuchte noch zu bremsen. Der hinter ihr fahrende Pkw konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Durch den Aufprall verlor die Fahrerin die Kontrolle und kam erst in einem Gebüsch wieder zum Stehen. Der mutmaßliche Unfallverursacher begann Fahrerflucht. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zum Unfall und zum Unfallfahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Magdeburg unter folgender Telefonnummer zu melden: 0391 545 6595. Folglich zeitlich begrenzt verkaufsoffene Sonntage hat der Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck für sein Stadtgebiet festgelegt: den 30. November, den 7. Dezember, den 14. Dezember und den 21. Dezember. Grundlage ist das Ladenöffnungsgesetz Sachsen-Anhalts sowie das sogenannte Verwaltungsverfahrengesetz. Anlässe für diese für alle Verkaufsstellen des Stadtgebietes geltenden Festlegung sind der Weihnachtsmarkt in Bad Salzelmen am 30. November, das Nikolausfest am 7. Dezember, der weihnachtliche Biererberg am 14. Dezember sowie der 4. Advent am 21. Dezember dieses Jahres. Die Regelung gilt für bis zu 5 zusammenhängende Stunden zwischen 13 und 18 Uhr im gesamten Stadtgebiet. Neben den verkaufsoffenen Sonntagen sind nun die Öffnungszeiten der stadteigenen Märkte zum Jahreswechsel 2014-2015 bekannt gegeben worden. Der letzte Markttag 2014 für den Bad Salzelmener Markt ist am Dienstag, den 23. Dezember, und der erste Markttag 2015 ist am Dienstag, den 13. Januar. Weiterhin ist der letzte Markttag 2014 für den Grünen Markt vor dem Rathaus am Freitag, den 19. Dezember, und der erste Markttag im neuen Jahr am Mittwoch, den 14. Januar. In den nächsten Wochen werden im Stadtgebiet 34 Jungbäume als Ersatz für gefällte Altbäume gepflanzt. So werden unter anderem am Streckenweg Spitzahorn in der Wilhelm-Helge-Straße und Freizeitanlage Zierkirschen eine Linde, Kastanien und Maulbeeren gesetzt. Es werden zudem 4 Robinien aufgrund mangelnder Standsicherheit gefällt und 2 weitere Kugelahorne, die 2015 nachgepflanzt werden. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Sie möchten das Doppelalbum von Udo Jürgens gewinnen bzw. wissen, welche Veranstaltungen in den kommenden Tagen und Wochen auf Sie warten? Dann sollten Sie dranbleiben. Gleich nach der Werbung geht es denn damit weiter. Die Salzperle, das neue Stadtmagazin für Schönebeck, ist da. Schick verpackt bietet es Interessantes zum aktuellen Stadtgeschehen, Informationen zu kommenden oder schon vergangenen Veranstaltungen, Tipps und Tricks rund ums Leben, eine Fotogalerie und vieles mehr. Und das alles bekommen Sie kostenlos in vielen Geschäften, aber auch direkt in unserer Geschäftsstelle der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck können Sie sich Ihre Salzperle kostenlos abholen. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere Informationen gibt es im Web unter salzperle.de. Brötchen, Brote, Kuchen und einzigartige Torten. Bäckerei Ketzer, Tradition seit 1894. Unsere Angebote in dieser Woche: 5 Schnittbrötchen zum Dauertiefpreis von 1 Euro und neu in unserer Backstube die Adventskruste zum Stückpreis von nur 2,30 Euro. Besuchen Sie uns, Ihre Bäckerei Ketzer. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green.
Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Frische und Qualität erhalten Sie bei uns, der Fleischreihe Reiske in der Schillerstraße 17 in Schönebeck. Unsere Angebote in dieser Woche: Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 55 Cent, gehackte Spieße 100 Gramm zu 80 Cent, Räucherfilet 100 Gramm zu 1 Euro, frisches Bauchfleisch 100 Gramm zu 35 Cent und natürlich frische Rippchen 100 Gramm zu 28 Cent. Und? War etwas für Sie dabei? Weitere Angebote finden Sie unter www.schur-reisen.de. Wir freuen uns auf Sie. Ich gehe kicken beim Schönebecker SV 1861. Wir gehen ins Konzert zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Wir gehen zum Treff zum Schreien. Wir gehen zur AWO Kindertagesstätte. Ob Kultur, Sport oder Soziales, die Erdgas Mittelsachsen GmbH ist für Sie immer ein zuverlässiger Partner. Danke, EMS. EMS, Energie mit Service. Erdgas und Strom sind unser Geschäft. Jetzt anrufen und sparen. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Und da sind wir auch schon wieder mit dem Regionalmagazin am heutigen 26. November. Wie versprochen gibt es jetzt wieder das Doppelalbum von Udo Jürgens zu gewinnen. Nach einer kurzen Vorstellung stelle ich die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Das neue Medium der Woche ist da. Udo Jürgens und Gäste wie Christe Berg, Christina Stürmer, Helene Fischer oder Santiano präsentieren das neue Tributalbum Mitten im Leben. Mitten im Leben.
packst es an. Alles ist möglich, sag einfach ja, ich kann. Du glaubst an das Heute unbegibt, weil so aus Träumen Wahrheit wird. Mitten im Leben und immer nah dran. Die Doppel-CD enthält auf der einen Seite bekannte Udo-Jürgens-Titel in traditionellem Gewand und auf der anderen Seite Solo- und Duett-Interpretationen mit bekannten Künstlern. Auf der neuen Scheibe von Udo Jürgens erkennt man, dass seine Musik immer noch generationsübergreifend mitreißt und er selbst jung geblieben ist. Und obwohl er New York mittlerweile das ein oder andere Mal gesehen hat, bleibt sein Hit aus den 80ern auch heute noch Kult. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Udo Jürgens, Mitten im Leben. 33 Songs auf 2 CDs, teilweise in Live-Performances, zeigt sowohl Udo Jürgens in Bestform als auch treue Freunde von ihm, die seine Musik würdigen und mit ihrem Mitwirken ehren. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus, immer wird's das geben, einer der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Auch heute gibt es wieder eine Gewinnfrage, die Sie richtig beantworten müssen. Ich denke mal, die heutige Frage ist nicht allzu schwer, denn ich möchte von Ihnen wissen, welche Bäckerei erreichte denn dreimal volle Punktzahl bei der diesjährigen Stollenprüfung in Magdeburg? Sie wissen die Antwort, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Die Gewinner geben wir dann in der kommenden Ausgabe des Regionalmagazines am Freitag bekannt. Weiter geht es bei uns mit dem Onkotag, eine Informationsveranstaltung zum Thema Krebs mit Vorsorge und umfassender Beratung. Auch wir waren mit der Kamera für Sie vor Ort. Der 16. Onkotag Bad Salzelmen am vergangenen Samstag, den 22. November von 9 bis 12.15 Uhr widmete sich dem aktuellen Stand der Krebstherapie. Er wurde mit Unterstützung der Magdeburger Krebsliga e.V. und der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft sowie des Tumorzentrums der Universität Magdeburg durchgeführt. Chefarzt Herr Dr. B. Anger, Leiter der Abteilung Onkologie, und Frau Oberärztin Dr. Med. Bettine Bilsing begrüßten die Teilnehmer im Namen der Rehabilitationsklinik Bad Salzelmen und moderierten die Veranstaltung. Im ersten Vortrag des Tages berichtete Herr Dr. Jens Schreiber, Chefarzt des Fachbereichs Pneumologie der Otto von Guericke Universität Magdeburg, über die individualisierte Therapie des Lungenkarzinoms. Anschließend folgten informative Vorträge von Herrn Dr. Christoph Benkert, Oberarzt der Universitätsklinik für Allgemein-, Vizeral- und Gefäßchirurgie, Herrn Dr. Antanas Ignatov, geschäftsführender Oberarzt der Universitätsfrauenklinik, und Herrn Dr. Fernando De Meo, Leiter der Ambulanz der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie. Den Kreis der Vorträge schloss Herr Diplompsychologe Michael Köhler, Arbeitsbereich Psychoonkologie der Klinik für Hämatologie und Onkologie der Otto von Guericke Universität Magdeburg, mit seinem Vortrag Wege zur Krankheitsbewältigung. Der wissenschaftliche Teil der Veranstaltung wurde durch eine Reihe namhafter pharmazeutischer und medizintechnischer Firmen unterstützt, die in einer Industrieausstellung über ihre Produkte informierten.
Diese Veranstaltung war zudem kostenlos. Auch im kommenden Jahr wird es Beratungstage dieser Art geben. Wir werden Sie an dieser Stelle dann rechtzeitig informieren. Informieren möchten wir Sie jetzt auch zu weiteren Veranstaltungshinweisen, was alles so passiert. Wir haben es für Sie einmal zusammengetragen. Wenn sich Trecker-Begeisterte an einem Tag im Jahr zusammenfinden, dann kann es sich nur um eines handeln. Richtig, dem Trecker-Treffen. Auch in diesem Jahr findet das Trecker-Treffen 2014 bei der Kfz-Werkstatt Flöter statt. Am 6. Dezember ab 10 Uhr können sich Gäste und Freunde von Traktoren in der Edelmannstraße 12 in Schönebeck zu Bier, Glühwein und Gulasch sowie zu passender Musik treffen und um sich über das gemeinsame Hobby zu unterhalten. Bei Fragen können Sie sich telefonisch unter der 03928 69446 oder per Fax unter der 03928 840948 melden. Zum nächsten abendlichen Schausieden lädt der Sohle Park am Freitag, den 28. November um 19 Uhr in das Schausiedehaus ein. Treffpunkt zu Beginn der Führung ist der Eingang der Reha-Klinik Bad Salzelmen. Für Gruppen ab 10 Personen wird um persönliche oder telefonische Voranmeldung unter 03928 705555 gebeten. Am 6. Dezember lädt die Ortsgruppe Schönebeck der IG Bergbau Chemie Energie ihre Mitglieder und Partner zur Jahresversammlung und Weihnachtsfeier ein. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Unter folgenden Telefonnummern können Sie sich bis zum 29. November anmelden. 03928 425049 oder 03928 845122. Am 6. Dezember gibt es wieder ein Highlight für alle großen und kleinen Eisenbahnfreunde. Denn an diesem Tag geht es mit dem Rekowagen der ehemaligen Deutschen Reichsbahn in Richtung Erfurt. Auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt macht der Express auch Halt in Schönebeck. Erwachsene zahlen für diese Fahrt 59 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahre 39 Euro und Familien bis 2 Erwachsene und 2 Kinder reisen für 155 Euro. Diese Fahrt findet nur statt, wenn die Kosten der Eisenbahnfreunde Staatsfort gedeckt sind. Es müssen also genug Mitreisende sein. Die Gruppe The Glory Gospel Singers gastiert am Sonnabend, dem 6. Dezember ab 19 Uhr in St. Johannes in Bad Salzelmen. Der Name des Programms lautet Happy Christmas, eine amerikanische Weihnacht. Eintrittskarten gibt es für 19,90 Euro im Badepark, im Biber-Ticket-Service der Volksstimme und im Gemeindebüro St. Johannes. An der Abendkasse beträgt der Preis 22 Euro. Das lokale Bündnis der Familie lädt Groß und Klein zum Weihnachtszauber ein. Dieser findet am Mittwoch, dem 10. Dezember von 15 bis 18 Uhr auf dem Gelände der AWO in der Otto-Kohle-Straße 23 statt. Für ein buntes Programm wird natürlich gesorgt. Unter anderem gibt es eine Aufführung der Theatergruppe Lampenfieber, Backmöglichkeiten, eine Bastelstraße und Geschichten aus fernen Ländern. Feine Rassetiere gibt es bei der Vereinsschau des Rasse-Geflügelzuchtvereins 1936 Eggersdorf e.V. am 13. und 14. Dezember im Sport- und Freizeitzentrum Eggersdorf zu sehen. Ausgestellt werden unter anderem Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben unserer Zuchtfreunde. Die Attraktion wird in diesem Jahr wieder das Schätzen des Gewichts einer Gans sein. Wer das Gewicht am genauesten schätzt, der nimmt sie am Ende mit. Auf ihren Besuch freuen sich die Mitglieder am Samstag, den 13. Dezember von 14 bis 18 Uhr und Sonntag, dem 14. Dezember von 9 bis 15 Uhr. Am Anfang der Sendung hatte ich bereits Bezug genommen auf die gesunkenen Temperaturen. Auch in den kommenden Tagen werden wir Maximalwerte von 4 bis 5 Grad erreichen. Es wird also deutlich kühler. Nun, es ist Ende November, es ist Winter. Hier kommen Sie die Aussichten für die kommenden Tage. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Da der Winter vor der Tür steht, wird es auch spürbar kälter. An diesem Wochenende können leider schon die ersten Minusgrade erwartet werden. Es beginnt am Donnerstag, den 27. November, mit dem vorerst letzten, in Anführungszeichen, schönsten Tag im November.
Zu Regen kann es nur im seltensten Fall kommen. Die meiste Zeit über bleibt der Himmel bewölkt, aber die Sonne könnte in den Morgenstunden für kurze Zeit strahlen. Die Höchsttemperatur liegt bei 4 Grad und am Abend wird es höchstens 1 Grad. Ab dem Freitag beginnen die Temperaturen zu sinken. Schon am Morgen ist es sehr kalt und windig. Die Höchsttemperatur beträgt 3 Grad und am Abend werden es um die 0 Grad. Die Höchsttemperatur beträgt 3 Grad und am Abend werden es um die 0 Grad. Am Samstag wird es ebenfalls kalt. Der Himmel bleibt den ganzen Tag über bewölkt und allgemein herrscht eine große Windaktivität. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 30 Grad. Die höchste Temperatur liegt auch hier bei 3 Grad und in den Abendstunden sind es 1 Grad. Ziehen Sie sich also schon jetzt warm an, damit Sie für den Dezember gut vorbereitet sind. Wir wünschen Ihnen trotz der kälteren Temperaturen eine angenehme Zeit. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Zum Ende des heutigen Regionalmagazins darf ich Sie einladen, am Freitag wieder mit dabei zu sein. Dann unter anderem mit Bildern von der Eröffnung des neuen Cafés im E-Center hier in Schönebeck. Wir blicken auf die Veranstaltungen für das kommende Wochenende und berichten natürlich über die Geschehnisse hier aus der Region. Sehr geehrte Zuschauer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten, wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bis Freitag, machen Sie es gut, Ihr Christian Kolbe.